Aktuell sind Sommerferien und danach kommen viele von euch in die Oberstufe. Falls ihr auch so eine Person seid oder euch einfach für die Oberstufe interessiert, ist dieses Video hier wirklich perfekt geeignet, denn ich werde euch heute mal einige Dinge exposen und erzählen, die in der Oberstufe passieren bzw. die bei mir passiert sind. Ich rede auf meinem Kanal ja generell ganz, ganz viel über Schultipps und Lerntipps für eben bessere Noten, gerade auch im Abitur. Heute geht es aber ein bisschen mehr um das ganze zwischenmenschliche, organisatorische in der Oberstufe und ein Video zu besseren Noten wird auch noch online kommen, in dem ich wirklich meine exklusiven, krassen Notentipps mit euch teile. Also sowas wie ist eine Klausur aufgebaut, welche Kurse kann ich streichen, kann ich Kurse streichen und so weiter, kriegt ihr dann alles in dem nächsten Video. Aber natürlich läuft heute auch viel auf die Bewertung drauf aus. Nee, drauf zu, drauf hin. Und es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Video, also bleibt gerne dran und vergesst auch nicht zu abonnieren. Let's go! Wichtig ist nochmal dabei zu sagen, dass ich das Ganze auf meine Oberstufenzeit hier beziehe. Also ich habe in Brandenburg dieses Jahr Abitur gemacht und wie ich es erkläre, war es halt so bei mir. Kann aber auch heißen, dass es bei euch ein bisschen anders sein wird. Als allererstes ist es wichtig zu beachten, dass ihr in der Oberstufe keine Klasse mehr sein werdet, sondern nur ein Tutorium. Bei einigen ist es so, dass sich die Tutorien aus den Leistungskursen zusammensetzen und man quasi Tutorium Englisch LK oder so hat. Bei mir persönlich war das so, dass einfach unsere Klassen weitergeführt wurden als Tutorium und die Klasse 10b war dann eben auch Tutorium B. Finde ich eigentlich ein bisschen dumm, weil ich muss dazu auch sagen, dass ich mit einigen meinem Tutorium meiner Klasse einfach gar keinen einzigen Kurs mehr zusammen hatte und ich einige wirklich nie gesehen habe. Und auch einige meinem Tutorium hatten gar nicht mit unserem Tutor Unterricht. Deswegen finde ich eigentlich diese neuen Tutorien ziemlich sinnvoll. Im Endeffekt ist ein Tutorium wie eine neue Klasse für euch, indem ihr Dinge besprecht, organisatorisches plant und euer Tutor, also euer neuer Klassenlehrer, kann euch immer die ganzen Sachen und wichtigen Mitteilungen überbringen. Dadurch, dass wir jetzt so ein Kurssystem hatten, habe ich auch ganz viel neue Kontakte geknüpft, aber auch alte Kontakte so ein bisschen verloren. Mir war es nämlich so, dass einige auch 13 Jahre gemacht haben, ich habe ja 12 gemacht und da einige auch gewechselt haben und so weiter. Mit einigen hatte ich gar keine Kurse mehr zusammen. Also sage ich schon mal jetzt, die Freundschaften und die Connections werden sich da auf jeden Fall ein bisschen mischen. Ist aber erstmal nicht mehr schlecht, weil auch mit den Leuten, mit denen ich keine Kurse mehr zusammen hatte, mit denen ich aber sehr gut war vorher, mit denen habe ich weiter in Kontakt gehalten, weil man kann sich auch noch in den Pausen, Freistunden und so weiter sehen, das ist ja gar kein Problem. Aber ihr werdet bestimmt auch neue Kontakte knüpfen. Zum Beispiel hatte ich auch einige Kurse, in denen wirklich gar keine meiner Freunde drin war und ich da ganz alleine erstmal auf mich gestellt war, was am Endeffekt auch gar kein Problem war, weil ich konnte dann neue Kontakte knüpfen und dann haben sich andere Leute neben mich gesetzt und ich konnte dann ja mich mit denen anfreunden, mit denen ein bisschen connecten. Also man findet da auf jeden Fall seine Leute und ich würde euch auf jeden Fall auch raten, auf Leute zuzugehen, neue Kontakte zu knüpfen und so, denn es ist auch immer hilfreich, in jedem Kurs so einen Ansprechpartner auf jeden Fall zu haben, falls ihr mal nicht da seid oder so, dass ihr dann auch gut nachfragen könnt und da auf jeden Fall so ein paar Connections dann in jedem Kurs habt. Kleiner Fun Fact, ich war gefühlt immer die Person, die gefragt wurde nach irgendwelchen Materialien, aber habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Beispielsweise habe ich einen meiner allerbesten Freunde aktuell nur dadurch kennengelernt, dass wir einen Kurs zusammen hatten und unsere Lehrerin uns dazu befohlen hat oder uns in eine Gruppe gemeinsam gemischt hat und wir dann ein Projekt zusammen erarbeiten mussten und ich kannte ihn vorher gar nicht so wirklich, beziehungsweise wir waren ja schon in einer Klassenstufe, aber wir haben nie wirklich Kontakt und ich hätte auch wirklich niemals gedacht, dass wir mal jetzt so close sein würden. Aber durch dieses Projekt und durch diesen Kurs, den wir miteinander hatten, hat sich dann diese Freundschaft auf jeden Fall ergeben. Also es werden sich auf jeden Fall neue Freundschaften ergeben. Die Verbindungen werden sich dann ein bisschen mischen. Ich stelle euch darauf ein, aber natürlich muss es auch nicht so sein. Also ihr werdet jetzt nicht zwangsweise Freunde verlieren oder so. Dann kann es passieren, dass sich euer Schnitt mathematisch gesehen verbessert als in der unteren Mittelstufe. Das habe ich schon mal im TikTok erklärt. Bei mir war das nämlich so, wir hatten persönlich keine Einführungsphase. Das heißt, ich hatte wirklich meine ersten 15 Punkte in der Oberstufe, weil wir davor immer dieses 1 bis 6 Notensystem hatten und noch nie dieses 0 bis 15 Punkte System. Das heißt, als ich in die Oberstufe kam und meine Leistungen gehalten habe, das heißt, ich hatte ja überall so 95% oder besser. Ich hätte ja eigentlich in der Mittelstufe dafür eine 1 bekommen, da habe ich aber in der Oberstufe eine 1 plus für bekommen. Und das heißt, man ist ja besser als 1,0 mit einer 1 plus. Und ihr wisst ja auch schon, mein Abischnitt ist ja 0,8, also besser als diese glatte 1. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass man in der Oberstufe, finde ich persönlich, eben leichter diese guten Noten erreichen kann, weil man eben diese 1 plus hat und mit einer 1 plus schlechtere Noten, wie zum Beispiel jetzt eine 2, die ja schlechter als eine 1 ist, ausgleichen kann. Natürlich hebt sich das Niveau an in der Oberstufe und die Klausuren, die Tests, das ganze Niveau und das System ist deutlich schwieriger als Mittelstufe. Aber ich finde trotzdem, wenn man gut lernt und 100% bekommt,
hat man ja durch diese 1 plus mehr erreicht als nur diese glatte 1. Kommen wir nun zu Freistunden. In der Mittelstufe hattet ihr wahrscheinlich keine Freistunden, weil euer Stundenplan so geplant war, dass ihr immer Unterricht habt. Das wird anders sein in der Oberstufe, weil ihr habt ja Kurse und ihr habt einen ganz individuellen Stundenplan. Das heißt, euren Stundenplan hat eigentlich kein anderer, außer der hat genau die gleichen Kurse gewählt wie ihr, ist aber sehr unwahrscheinlich und deswegen habt ihr einen ganz individuellen eigenen Plan, den nur ihr so habt. Ich würde den auch sofort schon aufschreiben, auch alle Räume mit aufschreiben, dass ihr da wirklich nichts verpasst und direkt hinkommt zum Unterricht. Und dann habt ihr ab und zu wahrscheinlich auch Freistunden. Ich muss dazu sagen, mein Stundenplan oder meine Pläne waren immer richtig gut, also ich hatte sehr wenige Freistunden, immer nur so 2, 3 oder so, immer 4, aber das ging. Und mein Appell ist da wirklich, nutzt die Freistunden, wenn ihr Dinge zu tun habt. Also ich habe extrem viel in den Freistunden gearbeitet, Hausaufgaben gemacht, gelernt und so weiter, sodass ich halt zu Hause weniger machen musste. Zu der Freizeit neben der Oberstufe kommen wir nachher auch noch, aber schon mal hier der kleine Hinweis, Freistunden kann man extrem gut nutzen, gerade weil man ja eh in dieser guten Atmosphäre ist in der Schule, weil meistens bin ich da geblieben und war dann in der Mensa, Mediathek, Aufenthaltsräume oder so, weil das Ding ist halt bei mir, ich hätte nach Hause eine halbe Stunde oder so gebraucht, deswegen hätte es sich echt nicht gelohnt, nach Hause zu gehen. Deswegen war ich immer da, habe mit Freunden vielleicht einmal gechillt und dann gemeinsam gearbeitet. Konnte man sich auch Dinge gemeinsam erklären, gemeinsam erarbeiten und so. Also es ist wirklich gut, das zu nutzen. Ich habe wirklich keine Freistunde, in der ich gelernt habe, bereut. Weil ich habe das Gefühl, man kann sich in der Freistunde eh nicht wirklich entspannen und dann kann man sie gleich nutzen. So war es bei mir zumindest immer so. Kommen wir nun zu der Klausurenphase. Bei mir war es so, wir hatten pro Halbjahr eine Klausurenphase. Sprich, wir mussten in einer Klausurenphase den ganzen Stoff aus dem Halbjahr wissen. Wir hatten das immer im Herbst und zu Ostern ungefähr rum. Also immer kurz nach den Herbstferien und kurz nach den Osterferien. War mal ganz cool, weil da konnte man immer die Ferien nutzen zu lernen. Also das war eigentlich echt immer gut gelegt. Weil das Ding ist halt, es ist extrem viel Stoff, dem du halt abrufen musst. Also ich würde dir da auf jeden Fall empfehlen, dich einfach schon im Unterricht immer zu beteiligen, immer alles zu verstehen, sodass du nicht mehr lernen, sondern nur wiederholen musst, quasi vor einer Klausur. Wie eine Klausur aufgebaut ist, wie du 15 Punkte Klausuren schreiben kannst, beziehungsweise wie ich das gemacht habe, wie ich wirklich in jeder, ich glaube, ich hatte, ja, in jeder Englischklausur hatte ich 15 Punkte, Englisch-LK. In meinen Politik-LK-Klausuren hatte ich auch nur 14, 15. Also, wie ich das geschafft habe, dazu kommt nochmal ein extra Video, wo ich euch ganz genau erkläre, wie Klausuren aufgebaut sind und wie man an die jeweiligen Teile rangeht. Deswegen vergesst auf gar keinen Fall, hier den Kanal zu abonnieren. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Freizeit. Ich habe, wie gesagt, dieses Jahr ein 1,0 oder mathematisch gesehen sogar 0,8 Abitur geschrieben und viele fragen mich da oder ich kriege ganz oft so blöde Kommentare von Leuten, die sagen, ich hätte keine Freizeit, hätte nur gelernt oder so und das ist halt wirklich gar nicht so. Also ich habe ziemlich viel Freizeit gehabt. Ihr müsst wissen, ich habe nebenbei auch immer YouTube gemacht. Habe es eigentlich fast komplett durchgezogen, ein Video pro Woche rauszubringen. Ich hatte Freunde, ich habe eine Beziehung, habe nebenbei noch Sport gemacht, gelesen und so weiter. Also ich hatte schon Freizeit. Es gibt da mehrere Punkte, wie ich es geschafft habe, diese Freizeit beizubehalten. Das ist zum einen natürlich diese Freistunden nutzen, was ich gerade schon erklärt habe. Zum anderen wirklich effektiv, effizient lernen, also im Unterricht aufpassen, gute Lernmethoden verwenden, dass man einfach die Zeit, die man lernt, wirklich sinnvoll nutzt und dort wirklich schnell lernt quasi, dass man dann nicht so viel lernen muss. Ich habe dazu aber auch schon ein ganzes Video gemacht mit Methoden, die ich benutzt habe, um eben schneller und besser zu lernen, sodass ich nicht so viel Zeit nutzen musste fürs Lernen. Und die Sache ist wirklich, Schule ist halt auch nicht alles, beziehungsweise um die guten Leistungen in der Schule zu maximieren, braucht man eben auch diese Auszeit von der Schule. Ich habe auch Freunde gehabt, die haben super viel gelernt, war aber wirklich auch nicht gesund und ich habe jetzt auch gemerkt, also ich glaube, die sind echt fertig jetzt nach dem Abitur. Mir geht's super, ich kann eigentlich nichts wirklich bereuen in meiner Schulzeit und würde deswegen euch einfach dieses Video ganz stark empfehlen. Guckt euch das gerne mal an oder vielleicht Videos, vielleicht habe ich auch schon mehrere dazu gemacht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann kommt ihr auf jeden Fall ganz gut durch die Oberstufe. Was mir auch noch sehr wichtig zu erwähnen ist, ist die Ungerechtigkeit bei einigen Bewertungen der Lehrer bzw. in den verschiedenen Kursen. Die Sache ist nämlich die, dass es mehrere Kurse von einem Fach meistens gibt. Wir hatten zum Beispiel, ich glaube, 4 Geschichtskurse, wir hatten 2 Politik-LKs, wir hatten 3 Englisch-LKs oder so. Also man hat immer, auch auf dem gleichen Niveau, mehrere Kurse meistens, weil man halt mehr Personen ist, als in einen einzigen Kurs reinpassen. Und ich erinnere mich noch an einige Fächer, bei denen die Ungerechtigkeit der Bewertungen des Stoffes und der Unterrichtsorganisation wirklich so massiv war,
Um es jetzt mal so ein bisschen metaphorisch, bildlich darzustellen, in einem Sportkurs war irgendwie gefordert, 10 Meter zu sprinten, im anderen 100 Meter. Und natürlich müssen sich die Lehrer an gewisse Rahmenlehrpläne halten, das ist ganz klar auch am Bewertungsraster. Aber die Lehrer haben trotzdem noch einen ziemlich großen Spielraum, wie sie ihren Unterricht gestalten und auch wie sie bewerten. Und ich sage euch wirklich, ich war in einigen Kursen, bei denen ich Glück hatte, bei denen ich auch nicht hätte wechseln wollen, aber anderen Kursen, die so ungerecht teilweise waren und wir so viel mehr machen mussten als unser Nachbarkurs. Deswegen, ich möchte euch nur darauf einfach schon mal einstellen, dass es das gibt und dass das auch relativ normal ist, weil das wirklich fast in jeder Schule passiert. Also ich habe das von fast jedem gehört, dass die Kurse teilweise extrem verschiedene Niveaus haben. Beispielsweise, wenn in deinem Englischkurs 5 Leute sind, die extrem, extrem gut reden, dass sie quasi schon 150% erfüllen, aber dann die Messer so setzen, dass sie eben diese 15 Punkte haben und du eigentlich bei 100% bist, aber dann im Vergleich aussiehst, als wärst du nur bei 50%, ist halt ein bisschen unfair, dann, weil du in einem anderen Kurs vielleicht bessere Noten hättest erreichen können. Und eigentlich ist es auch ganz klar die Aufgabe des Lehrers oder der Lehrerin, das zu differenzieren und halt sich da wirklich an die Raster und Lehrpläne und sowas zu halten. Aber Lehrer sind auch nur Menschen und ich habe die Ungerechtigkeit auch teilweise mitbekommen. Aber es ist nur ein kleiner Side-Check, weil ich irgendwie das Gefühl habe, darüber redet niemand. Aber es ist eine Sache, die bei mir halt wirklich Realität war und die mich auch teilweise echt gestört hat. Aber vielleicht, weil so eine Sache hier in meiner Schule einfach extrem war, vielleicht ist es bei euch anders. Mal gucken. Das war's mit dem heutigen Video. Vergesst auf keinen Fall, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Und guckt auch gerne die vergangenen Videos an. Ich habe da schon sehr, sehr viel geteilt. Also meine ganzen Lernmethoden, mein ganzes Abi-Zeug, meine Klausuren, Phasen, Vlogs und so. Also alles findet ihr hier. Guckt das gerne an und ich hoffe, dass wir uns hier ganz bald wiedersehen. Bis dann, Leute. Tschüss.